Am 11. September ist der Massengutfrachter Damen in den Hafen von Wismar eingelaufen. Er kam aus dem dänischen Aalborg. Das Schiff misst eine Länge von beeindruckenden 200 Metern. Die Breite ist mit rund 32 Metern durchschnittlich. Der Frachter kann bis zu 63,5 Tonnen Fracht aufladen. Damen wurde 2012 gebaut. Er fährt unter der Flagge der Marshallinseln. Mit maximal 15 Knoten fährt der Frachter über das Meer. Wann und wohin Damen als nächstes fährt, ist noch nicht bekannt. Wir wünschen jedoch allseits gute Fahrt.